die könnte ich hochlaufen und dann sehe ich hier einen Trick, den ich machen kann. Und das begleitet mich auch tatsächlich eigentlich 24/7, ist egal, ob ich jetzt im Urlaub bin oder in Berlin. Also tatsächlich eigentlich durch den ganzen Alltag hinweg, egal wo ich mich bewege, sehe ich Möglichkeiten, mich akrobatisch und im Parkourbereich immer auszutoben. Was haben Parkour und Philosophie mit unseren therapeutischen Ansätzen bei Schmerzerkrankungen zu tun? In einem früheren Video haben wir schon mal die Bedeutung eines komplexen Systemansatzes in der Schmerztherapie herausgestellt. Heute wollen wir noch einen Schritt weitergehen und anhand der Metapher eines Parkourläufers erklären, wie anhaltende Schmerzen unsere Selbstwahrnehmung und die Wahrnehmung unserer Umwelt beeinflussen und warum diese Perspektive für die Therapie anhaltender Schmerzen ein echter Gamechanger sein kann. Um diese Idee zu erklären, haben wir uns wieder verschiedene Gäste eingeladen, die uns das Thema aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchten werden. Viel Spaß dabei und wieder herzlich willkommen auf unserem Physibib YouTube-Kanal. Unsere Umwelt kann einerseits zum Interagieren einladen, aber zum Beispiel auch bedrohlich wirken oder unsere Handlungsmöglichkeiten einschränken. Dies hängt jedoch nicht nur davon ab, was in der Welt passiert, sondern ist maßgeblich davon geprägt, wie wir mit der Umwelt interagieren können. Aber was tatsächlich bei mir auffällig ist, und das hat sich auch erst mit dem Parkour-Training, vor 13 Jahren habe ich angefangen, verändert. Ich gehe über die normalen Wege und Straßen durch die Stadt, so in meinem Alltag. Aber gleichzeitig läuft in meinem Kopf die ganze Zeit so ein Bild, so, ah, okay, hier könnte ich etwas machen, da ist eine Mauer, die könnte ich hochlaufen und dann sehe ich hier einen Trick, den ich machen kann. Lukas beschreibt hier, wie er seine Umwelt wahrnimmt und wo er überall Einladungen zur Handlung sieht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir kommen solche Gedanken selten, wenn ich auf dem Weg zur Arbeit bin. Diese individuellen Einladungen zur Handlung werden auch als Affordances bezeichnet. James Gibson wollte mit der Prägung dieses Begriffs deutlich machen, dass wir Gegenstände in unserer Umwelt nicht einfach als neutrale Dinge wahrnehmen, sondern dass wir sie vielmehr nach ihrer Möglichkeit zur Interaktion betrachten. Dies ist unterschiedlich, je nachdem, was wir für individuelle Fähigkeiten, Prädispositionen und Ziele haben. Die Philosophin Sabrina Connings, die ihr noch aus unserem letzten Video kennt, hat uns das so erklärt. Also für uns ist werden traditionellerweise als Handlungsmöglichkeiten verstanden, die in einer Spezies oder für die Mitglieder einer Spezies von der Umwelt geboten werden. Und darauf basiert im Endeffekt die Idee, dass wir unsere Umwelt nicht nur in Bezug auf ihre physikalischen Eigenschaften wahrnehmen. Also wir nehmen einen Stuhl eben nicht nur zum Beispiel als ein Objekt mit einer bestimmten Größe, einer bestimmten Farbe, einer bestimmten Textur und einem bestimmten Gewicht wahr, sondern wir nehmen das wahr in Bezug auf die Handlung, die wir mit den entsprechenden Gegenständen ausführen können. Das heißt, was ermöglicht uns ein bestimmtes Objekt in unserer Interaktion mit der Umwelt und ein Stuhl, so wie wir aufgewachsen sind, haben wir gelernt, okay, Stühle, ich habe eine bestimmte körperliche Konstitution, ich bin in einem bestimmten mit bestimmten Konventionen aufgewachsen, dann weiß ich, okay, Stühle nehme ich wahr als Objekte, die mir die Möglichkeit bieten, mich darauf zu setzen. Was durch das Konzept der Affordances besonders hervorgehoben wird, ist eben die subjektive Wahrnehmung von Handlungsmöglichkeiten und dass diese eben immer auch von verschiedenen Faktoren abhängt. Also zum einen von meiner körperlichen Konstitution, die ich habe aufgrund der Tatsache, dass ich ein Mensch bin, aber auch auf meiner spezifischen körperlichen Konstitution, dass ich beispielsweise keine Langstreckenläuferin bin. Das heißt, ich würde wahrscheinlich eine bestimmte Landschaft nicht wahrnehmen als eine Möglichkeit, hier eben einen Sonntagsmorgenslauf zu machen, während ein Langstreckenläufer oder eine Langstreckenläuferin das gegebenenfalls schon tun würde. Das heißt, es ist meine körperliche Konstitution als Mensch als solches. Das heißt, ich habe zwei Beine, ich habe frei opponierbare Daumen, aber eben auch meine körperliche Konstitution und meine Fähigkeiten, meine motorischen Fähigkeiten, die ich erworben habe im Laufe meines Lebens, haben Einfluss darauf, welche Möglichkeiten ich in meiner Umwelt als für mich gegeben wahrnehme. Das heißt, es ist eine subjektive Wahrnehmung für mich. Wie die körperliche Konstitution unsere Wahrnehmung der Umwelt verändert, wird deutlich, wenn wir die Erlebenswelt von Lukas als Parkourläufer mit der von Susanne, die aufgrund einer MS-Erkrankung auf einen Rollstuhl angewiesen ist, vergleichen. Es sind schon Kleinigkeiten, über welche man im Alltag stolpert. Ich weiß noch, als ich recht frisch im Rollstuhl saß und in meine Lieblingsabteilung eines Buchladens wollte. Erstens, es gibt eine Stufe runter in das Abteil. Die hatte ich bisher noch nie bemerkt. Zweitens, ich war zu breit mit dem Rolli. Ich bin partout nicht durch diesen Gang gekommen. Und auch jetzt kommen mir alle Gänge unglaublich schmal vor. Gott sei Dank kann ich ja kleine Strecken laufen und habe es doch noch zu meinen Lieblingsbüchern geschafft. Diese Betrachtung der individuellen Organismus-Umwelt-Interaktion
kann uns helfen, chronische Schmerzen und ihre Auswirkungen auf die Lebenswelt von Betroffenen besser zu verstehen. In unserem Video zu den Grenzen des biopsychosozialen Modells haben wir schon deutlich gemacht, dass Therapie ein komplexes Ereignis ist und wir nicht einzelne Teile des Menschen reduktionistisch betrachten können. In unseren traditionellen physiotherapeutischen Modellen isolieren wir oft einzelne Teile des Menschen. Das Gelenk, der Muskel, dieses Bewegungsausmaß und so weiter. Das Konzept der Affordances ermöglicht es uns hingegen, den Menschen, sorry für diesen grausam übernutzten Begriff, ganzheitlich wahrzunehmen und zu verstehen, wie sich seine Erkrankung auf sein individuelles Leben auswirkt. Dies schafft ganz neue Ansatzpunkte für Therapieoptionen. Über Kommunikation, gemeinsame Bewältigung oder zum Beispiel Adressieren der Selbstwirksamkeit. Ich glaube, in einem ersten Schritt müsste man sich fragen, was passiert bei chronischen Schmerzen? Also wie verändert sich Affordance-Wahrnehmung, also die Wahrnehmung von verschiedenen Handlungsmöglichkeiten im Prozess der Schmerzchronifizierung? Und hier wären zum Beispiel zentrale Punkte, dass der Körper eigentlich nicht mehr als Medium wahrgenommen wird, mit dem man eben in flüssiger Weise mit der Welt interagieren kann. Also normalerweise sind wir eher auf die Welt fokussiert und das, was die Welt uns ermöglicht, unser Körper, ist das transparente Medium, durch das wir eigentlich interagieren können. Und in chronischen Schmerzen scheint sich das zu ändern. Der Körper ist eher ein Hindernis, um erfolgreicherweise mit unserer Umwelt interagieren zu können. Ich würde es, glaube ich, so formulieren: Ich habe einen Impuls, was zu machen, weil ich sehe, dass da eine Möglichkeit ist. Ah, das ist ein Sprung. Boah, voll geil, den würde ich super gerne machen. Und dann kommt dann gleichzeitig wie so eine Art Bremse, eine innere, die mir dann sagt, so halt, stopp, vorsichtig, mach keinen Scheiß, dein Sprunggelenk ist lediert, du willst nicht, dass es schlimmer wird. Also ich würde sagen, meine Wahrnehmung hat sich vielleicht nicht so sehr verändert, aber der Impuls, das dann auch in eine Aktion zu verwandeln, der hat sich verändert. Am Beispiel von Luke kann man schön sehen, wie Schmerzprobleme anfangen können, die Handlungsfähigkeit einzuschränken, sodass die Interaktionsmöglichkeiten mit der Umwelt immer weiter abnehmen. Hier kann es sinnvoll sein, Handlungsmöglichkeiten 4 Feldern zuzuordnen, um die Perspektive unseres Gegenübers besser zu verstehen. Durch Lukes langfristige Einschränkung großen Impact zu tolerieren, werden ihm bestimmte Tricks, die eine extreme Landung erfordern, nicht mehr ins Bewusstsein treten. Diese veränderte Auffälligkeit in seiner Umwelt wird hier als Salienz bezeichnet. Es ist auch möglich, dass zum Beispiel eine Mauer noch wahrgenommen wird, aber diese nun statt einer Einladung für einen Salto eher ein Hindernis für die Vollendung eines Runs darstellt. Dies wird als Valenz, also die positive oder negative Wertigkeit einer Affordances, beschrieben. Des Weiteren können sich Affordances in ihrer Meinness, der Zugehörigkeit, verändern. Parcours, was vorher sonst ein Ausdruck von Lukes Identität war, könnte sich durch die Einschränkung mehr und mehr zu einer sich ihm fremd anfühlenden Notwendigkeit verändern. Anstatt sich frei mittels seines Körpers auszudrücken, tritt Schmerz ins Zentrum und verhindert die extern fokussierte Interaktion mit der Umwelt. Diese Veränderung des sogenannten Temporal Horizon entsteht, wenn sich Affordances in vielen Feldern verändern. Es kommt dann häufig zur Hoffnungslosigkeit, da es wenig Aussicht auf Veränderungen gibt. Diese Betrachtung der Mensch-Umwelt-Interaktion mit dem Fokus auf Affordances schafft eine kraftvolle Betrachtung des Therapieprozesses. Was man sozusagen erreichen möchte in einer Behandlungsmöglichkeit, wäre der Person eben Handlungsmöglichkeiten zu eröffnen. Zum Beispiel zu zeigen, dass bestimmte Handlungen möglich sind und auch einen sicheren Raum zu schaffen, als dass man auch zeigen könnte, dass bestimmte Handlungen vielleicht schmerzhaft sind, aber eben nicht gefährlich, dass die Person keine Angst haben muss vor der Interaktion mit Handlungen und eben auch ganz aktiv auf Interaktionsmöglichkeiten aufmerksam zu machen und die Person in ihrer Aufmerksamkeit auch eher wieder auf die Welt zu richten als auf den Körper selber, also zu zeigen, der Körper ist etwas, was noch Handlungen ermöglicht. Vielleicht nicht mehr genauso wie zum Beispiel bevor die Schmerzen eingesetzt haben, aber dass es trotzdem immer noch ein potentes Instrument in der Aktion mit der Welt sein kann, dass die Person nicht eingeschlossen ist in sich selbst. Das heißt, der große Schlagbegriff wäre dann sozusagen Handlungsmöglichkeiten zu eröffnen. Und das kann auf ganz verschiedene Weisen passieren. Und zum Teil kann das eben durch manuelle Therapie passieren. Das kann vor allen Dingen eben durch Bewegungstherapie passieren. Das heißt, dass Personen wieder sehen, dass sie Handlungen ausführen können, dass das möglich ist. Aber das kann alleine auch dadurch passieren, dass man in Handlungsanweisungen mehr auf Objekte in der Welt zeigt als auf den Körper. Also beispielsweise er sagt, wir greifen nach dem Glas Wasser, anstatt zu sagen, wir strecken unsere Hand auf, weil dann der Fokus wieder auf der Hand liegt und nicht sozusagen auf der Interaktion mit der Welt. Wie Sabrina hier gerade beschrieben hat, ist die Intention einer Intervention sehr entscheidend. Wir wollen Patienten unterstützen, besser mit der Umwelt interagieren zu können. Hierfür ist es häufig sinnvoll, den Fokus auf den Körper zu reduzieren und den Fokus lieber auf die Umwelt zu lenken. Dies kann einen relevanten Shift in
Wahrnehmung und Bewusstsein bewirken und Betroffenen auf vielfältige Weise dazu motivieren, Verhaltens- und Bewertungsschemata zu überdenken und damit den Einfluss, den Schmerz auf ihr Leben nimmt, zu reduzieren. Wie das konkret aussehen kann, wollen wir euch anhand eines Fallbeispiels im nächsten Video vorstellen. Deswegen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert unseren Kanal, klickt auf die Glocke, damit ihr sofort mitbekommt, wenn es rauskommt. Bis dahin, Peace.